Bismillahirrahmanirrahim. Mein Name ist Leyla Yildirim. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin am 8.5.82 in Füssen geboren. Füssen liegt in Bayern, in der Nähe von München. Meine Eltern sind auch dort geboren und mein Vater arbeitet bei der Post als Beamter und meine Mutter arbeitet nebenbei als Verkäuferin in einem Laden. Mein Bruder ist dann später nach Hamburg umgezogen, um dort Musik zu studieren und er arbeitet auch noch nebenbei in einer Internetfirma. Ich bin in einem christlich-katholischen Elternhaus groß geworden, in dem christliche Werte eine sehr große Rolle gespielt haben. Und deswegen sind wir auch sehr oft in die Kirche gegangen. Also das hat bei uns dazugehört zum Familienleben. So wie auch meine Großeltern sehr christlich und sehr katholisch aufgewachsen sind und das dementsprechend auch an meine Eltern weitergegeben haben. Also ich war in meiner Kindheit sehr aktiv, auch in der Kirche, dadurch, dass meine Eltern eben auch dort aktiv waren, war ich auch im Kirchenchor zum Beispiel und habe das auch bis zu meinem 15. Lebensjahr so gemacht. Und dann bin ich so langsam aus dieser Sache rausgekommen und habe dann eben meine Interessen woanders entwickelt. Habe zum Beispiel dann meine Ausbildung später angefangen und also ich habe die Realschule abgeschlossen und habe dann meine Ausbildung angefangen zur Hotelfachfrau. Die habe ich auch abgeschlossen und habe dann eben eine Zeit lang noch in meinem Beruf gearbeitet und bin dann aus meinem Beruf ausgestiegen, dadurch, dass ich auch Muslimin geworden bin und das dann einfach nicht mehr mit meiner Religion natürlich zu vereinbaren war. Ich habe die Realschule besucht in Füssen. Das war die Jakob-Herkommer-Realschule und die habe ich abgeschlossen, habe dann als Hotelfachfrau eine Ausbildung angefangen im Hotel Müller und habe meine Ausbildung abgeschlossen und bin dann auch weiterhin noch in meinem Beruf geblieben, aber dadurch, dass ich dann später zum Islam konvertiert bin, habe ich meinen Beruf sozusagen aufgegeben, weil es einfach nicht mehr mit dem Islam vereinbar war. Und bin dann eben zu Hause geblieben und ja, als Hausfrau. Also ich würde mich selber als eine sehr ruhige, soziale Person beschreiben. Ich bin gerne in der Gesellschaft, ich brauche Gemeinschaft, ich brauche Freunde, das ist für mich sehr wichtig. Und ich unterhalte mich gerne mit Menschen über jegliche Art von Themen, über Weltliches, aber auch über Religiöses. Und ich bin auch gerne aktiv für eine Sache, also setze mich auch gerne für etwas ein, engagiere mich eben für die Religion und auch für andere Dinge. Und bin eben ein Mensch, der gerne über Dinge etwas lernt und das dann auch weitergibt. Und also ich hatte, bevor ich zum Islam konvertiert bin, nicht sehr viele Informationen. Ich habe früher immer gedacht, dass der Islam eine Religion ist, der den Frauen keine Rechte gibt, so wie das ja auch durch die Medien uns präsentiert wird. Und ich habe auch nicht gewusst, dass der Islam eine Religion ist, in die man eintreten kann. Also für mich war das immer so, dass der Islam für die Türken und für die Araber, eben für die Ausländer ist. Und dass es eigentlich so ungefähr dasselbe ist wie das Christentum, nur dass es halt jetzt für die Deutschen ist. Und für mich hat sich eigentlich auch nie die Frage so gestellt, sich mit dieser Religion zu befassen. Also ich hatte keinen Anlass dazu und deswegen habe ich mich auch nie so damit befasst, mit dieser Religion. Weil es für mich auch so ein bisschen abschreckend war, einfach, dass die Frauen Kopftücher tragen müssen. Und man hört ja so einiges in den Medien und das beeinflusst einen natürlich negativ, so dass man erstmal zu dieser Religion eigentlich gar keinen Bezug haben möchte. Bevor ich Muslimin wurde, war ich christlich, katholisch, so wie ich auch erzogen worden bin. Aber ich habe später so ungefähr mit 14, 15 mich nicht mehr so sehr dafür begeistern können, in die Kirche zu gehen. Für mich erschien das alles ein bisschen unlogisch. Und deswegen habe ich ein paar Jahre dann so als Atheist gelebt, ohne dass ich irgendwie eine Religion hatte und dass ich auch an Gott geglaubt habe, kurz bevor ich Muslimin wurde. Also bevor ich Muslimin wurde, war ich christlich-katholisch, so wie ich auch erzogen worden bin. Jedoch habe ich später mit 15 ungefähr war das, diesen Glauben verlassen, weil es mir alles nicht mehr logisch erschien. Auch zum Beispiel jetzt in die Kirche zu gehen, sich einen Priester die Sünden zu beichten, das war für mich eigentlich nicht sehr logisch. Das war nur ein kleiner Punkt natürlich, aber alles im Ganzen habe ich einfach nicht verstanden und bin dann aus der Kirche ausgetreten.
und habe dann ein Leben geführt ohne irgendeinen Glauben. Also für mich hat Religion keine Rolle mehr gespielt. Ich habe auch nicht mehr an einen Gott geglaubt, habe das alles aufgegeben. Und dieses Leben war natürlich ein sehr unerfülltes Leben. Also es bestand eigentlich nur darin, irgendwie Spaß zu haben, ja, keinen Sinn im Leben zu sehen, nicht zu wissen, wo man enden wird, wohin man gehen wird. Das hat einem schon so eine innere Unruhe, also hat einem eine innere Ruhe ausgelöst. Und man hat sich schon öfter auch die Frage gestellt, oder ich habe mir öfter die Frage gestellt, was ist eigentlich der Sinn jetzt, warum lebe ich und wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und habe aber dann immer wieder ganz schnell diese Fragen eigentlich so abgetan, das ist ja nicht wichtig und ich lebe ja und ich habe meine Freunde, meine Arbeit, meinen Spaß und das reicht mir aus. Also das Leben hat sich eigentlich nur noch darauf beschränkt und hatte eigentlich keinen großen Sinn oder keinen großen Hintergrund. Es war ein sehr oberflächliches Leben und ich denke, dass die ganzen Menschen, also hier im Westen und die auch ohne eine Religion leben, ein sehr unzufriedenes Leben führen, weil sie einfach diese innere Ruhe niemals finden können, ohne einen Glauben zu haben, also ohne den richtigen Glauben zu haben, eben den Islam. Und natürlich merkt man den Unterschied später, wenn man dann Muslimin wird, was wirklich Zufriedenheit bedeutet und was wirklich Glück bedeutet. Das konnte man vorher eigentlich gar nicht so richtig haben, weil das einfach, ja, ein unerfülltes Leben ist, ein oberflächliches Leben. Bevor ich Muslima wurde, war ich christlich-katholisch, so wie mich auch meine Eltern erzogen haben. Jedoch habe ich so circa mit 14, 15 Jahren daran den Glauben verloren, weil es mir einfach sehr unlogisch erschien und weil es auch, ich hatte einfach auch keine Lust mehr, in die Kirche zu gehen und mich an diese ganzen Dinge zu halten und bin dann aus der Kirche ausgetreten und habe mich dann erstmal von diesem Glauben sozusagen verabschiedet und habe dann auch an nichts mehr geglaubt und habe ein atheistisches Leben geführt. Und ich denke jetzt im Nachhinein, dass es auf jeden Fall für einen Menschen nicht erfüllend ist, ohne Glauben zu leben. Also wenn ich zurückdenke, das Leben besteht eigentlich nur aus Arbeiten, aus Ausgehen oder eben einkaufen gehen, Geld ausgeben. Alles ist nur auf das Materielle auch beschränkt. Also man hat nur materielle, weltliche Ziele vor Augen, aber vergisst dieses Geistige und diese Nahrung für die Seele bleibt einfach auf der Strecke. Und das kann einen Menschen nicht auf Dauer glücklich machen. Und wenn ich jetzt diesen Vergleich ziehen kann, weiß ich, dass man als ungläubiger Mensch nicht zufrieden und nicht glücklich werden kann, nicht sein kann. Es ist einfach nur ein Trugschluss. Man versucht sich zwar das einzureden, ich bin glücklich, ich habe mehr Geld und ich habe alles, ich habe eine gute Arbeit, aber letztendlich kann man dieses wahre Glück nicht erlangen, ohne einen Glauben, also ohne den richtigen Glauben, den Islam. Also ich habe den Islam durch meinen Mann kennengelernt. Er ist eben Türke und auch Muslim und als wir uns kennengelernt haben, war er allerdings kein praktizierender Muslim, aber er hat mir dennoch sehr viel über seine Religion erzählt und am Anfang war ich natürlich etwas skeptisch und habe das alles nicht so geglaubt und es war mir auch etwas zu streng und mit sehr vielen Regeln auch verbunden. Aber mit der Zeit habe ich angefangen, mich über den Islam zu informieren, indem ich Bücher gekauft habe, indem ich auch eine deutsche Koranübersetzung gelesen habe. Und bei mir war eigentlich das Ausschlaggebende die Übersetzung des Korans. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass meine Fragen erstens beantwortet sind in diesem Buch. Gerade diese Fragen, die sich jeder Mensch stellt, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, was passiert nach dem Tod. Das sind alles Fragen, die man in sich trägt, sein Leben lang. Und wenn die so auf eine detaillierte Art und Weise beantwortet werden, dann ist das sehr beeindruckend für einen Menschen. Und ich habe auch so eine Angst gespürt. Als ich den Koran gelesen habe, habe ich wirklich gemerkt, es gibt ein Jenseits, es gibt eine Hölle und ich habe mir nur gedacht, da möchte ich nicht hin. Und ich wurde auf einmal sehr unruhig. Also ich habe mich immer so gefragt, was ist, wenn du stirbst bald? Was ist, wenn du morgen tot bist? Wie wird dann das Leben sein nach dem Tod für dich? Und am Anfang war es nur so ein kleiner Funken von Glauben, sage ich mal. Es war noch keine Überzeugung dahinter, aber ich habe mir innerlich gedacht, es könnte sein, dass das, was ich hier lese, die Wahrheit ist, dass das stimmt.